Recht herzlich willkommen zur 75. Folge von City Skylines. Ja, wir sind wieder drinnen im Spiel und wir wollten gucken, dass wir hier oben, ich blätter das mal wieder in die Ansicht hier, noch die roten Straßen loswerden, ne? Ja, das sieht nicht gut aus in dem Sinne. Lassen wir mal laufen. Wir haben hier überall Staus. Ich weiß nicht, ob der Stau nicht mal irgendwann weggeht, weil die Straße ist ja jetzt hier grün geworden, ne? Der wird sich bestimmt hier noch aufheben. Das wird ja weniger hier auch schon, glaub, oder? Oder ist es nur ampelphasenbedingt? So, hier ist es natürlich noch recht schlecht. Und hierhin staut sich noch weiter zurück. Da müssen wir hier gucken. Das ist hier so ein kleines Problem, ne? Ja, drehen wir mal so rum. Hier ist alles rot. Diese Straße müsste eigentlich wahrscheinlich größer werden, ne? Und hier ist ein Nadelöhr. Wo geht diese Straße hin? Das ist die Frage, ne? Nach da und nach da. Aber hier ist sie ja grün. Es geht einfach hier oben in das Gebiet hier rein, ne? Und zwar hier lang. Das würde bedeuten, wir müssten da nur einfach hier die Straße verbreitern, damit es besser abfließt und wahrscheinlich hier diese Kreuzung wegnehmen. Der Verkehr, der von hier kommt, der kann auch da weiterfahren irgendwo, oder? Oder zurück, es ist ja alles grün. Ich glaube, wir werden hier die Anbindung zwischen dieser Straße und der Straße mal entfernen. Oder? Gute Frage, ne? Machen wir. Weg. Eine Kreuzung weniger sozusagen, ne? So, jetzt wissen die natürlich nicht, wo sie langfahren sollen. Könnte man dieses eigentlich auch entfernen, oder? So, da geht's da lang. Die kommen da lang. Ja, das würde noch alles passend sein. Jetzt müsste man hier das hier umändern. Was ist das hier eigentlich? Was? Feine Mode? Industriegebäude, okay. Noch ein Industriegebäude. Die haben noch irgendwo eine Straße, deswegen kommen die da dran. Dieses würde ich gerne verschieben. Gebäude verschieben geht wahrscheinlich nur, wenn es leer ist. Und ja. Gebäude leert sich. Und das ist gerade mal 2% voll. Hier wäre jetzt so... Gebäude leert sich auch. Gebäude leert sich. Und 15% voll. Kein Platz mehr. Das muss also sich leeren. Das hat keinen Anschluss mehr hier. Müssen wir da dran noch arbeiten, oder wie? Kriegen wir da eine kleine Straße noch hin? Irgendwie sind die beiden Gebäude dann... Sieht man natürlich nichts. Das ist eine Straße, wo ich sagen würde, da kann ich es anschließen. Ohne dass es ein Problem gibt. Eher nicht, ne? Vielleicht von hier. Ich würde jetzt sagen... Guck mal, dieses Grundstück ist doch weg, oder? Ich muss mal das da erstmal abreißen. Das weg.
Und dann will da keine Straße dran. Auch interessant, ne? Das bedeutet, ich versuche die nochmal wegzunehmen, dieses Stück, und dann gucken, ob ich da irgendwie was Besseres hinkriege. Okay, da ist immer noch jetzt grün. Das machen wir weg. Das würde aber gar nicht gehen. Auch interessant, ne? Wäre das ein Straßenanschluss? Nein, der ist auf der falschen Seite. Das ist das Problem. Dann reißt das weg. Und wir gucken zu, dass wir es irgendwie hier auf der anderen Seite hinkriegen. Ich wüsste aber nicht wie. Das muss wohl irgendwas sein. Müllverbrennungsanlage ist das. Okay, den müssen wir dann auch noch umsetzen. Verschieben wir die. Aber wohin? Da wird sie nicht hingehen. Da auch nicht. Hier hat sie keinen Anschluss. Ich würde ja gerne hier hinsetzen, ne? Oder hier? Ja. Okay, die wird nicht verschoben, denke ich mal. Da geht sie auch nicht hin. Geht sie da hin? Nein, aber das ist auch doof. Jetzt müssen wir sie wohl verschieben, ne? Hier sehe ich das. Gut, machen wir sie erstmal dahin. Die können wir ja auch noch verschieben, dann, ne? So. Wäre hier noch zu überlegen, okay, wir müssen hier noch weiter verschieben, ne? 1% voll, die können wir bald schon verschieben, ja. Tja, aber... wohin verschieben, das wäre dann auch die Frage. Wir müssen sie erst irgendwo parken, um sie dann... da wieder hinzumachen in dem Sinne. Aber wollen wir sie da wieder hinmachen? Das ist die nächste Frage, ne? Aber wir brauchen sie auch auf der einen Seite, damit wir da hinkommen, ne? Ich glaube, die kann sich nicht entleeren, weil wir keine Straße haben, ne? Ja, dann hat es keinen anderen Sinn, als wie das wir hier... versuchen, Straße hinzumachen, geht aber nicht. Tja, das geht also gar nicht, aber das Gejaule von den Dingens ist schon krass, von den Krankenwagen. Kann man bestimmt auch irgendwo abbauen, ausschalten, ne? Ja, ich glaube, das werden wir... nie lösen das Problem hier, weil die Straße da vorher geht, ne? Tja, ich glaube... schon runter, und das ist das Problem. Dann steht da noch eine Säule, wie wir gerade gesehen haben. Ja, nee. Und ich muss wieder höher wegen den Krankenwagen. Gut. Ja. Dann müssen wir das mal ausschalten. Irgendwie in den Optionen gibt es bestimmt die Möglichkeit. Also da geht mit der Straße nichts erstmal. Warte mal, da ist noch ein Pfeil. Aber geht nicht, nur noch da geht's. Ah, da wäre noch so eine kleine landwirtschaftliche Straße.
Geht aber wahrscheinlich auch nicht dahin, oder? Ort ist bereits bewegt, ja. Das will er nicht machen. Da geht die Straße hin, aber geht leider nicht hier hin. Oh. Nee, geht halt nicht. Wir müssen gucken, dass wir das erst hier andersrum hinkriegen, ne? Das ist halt so. Dass man jetzt schaut. Die fahren drauf und dann sollen die da wegfahren. Stauen sich aber gleich hier wieder, weil es da reingeht. Sollte man diese Auffahrt hier einfach wegmachen? Ich mach sie mal weg, glaube ich. Und schon müssen die woanders lang fahren. Gucken, ob sich's jetzt verbessert dadurch. Tja. Die hier, okay, nee, die können da ja auch noch hochfahren. Müsste man gucken, ob das mit der Zeit besser wird. So. Hier haben wir den Verkehr, der darüber ist. Und die ist vorher schon weiter rot gewesen. Ist jetzt ein bisschen weniger, meine ich. Tja. Hier wäre der weitere Weg zu dieser Kreuzung. Aber zurzeit sieht es so aus, als ob das hier auch gar nicht das Problem ist. Wir müssen hier definitiv halt die Müllhalden weghaben, damit der Verkehr da besser durchfließen kann. Das staut sich halt in alle Richtungen da. Und da sind schon wieder die Krankenwagen zu hören dann. Gut. Hier ist eigentlich nicht das Problem in dieser Gasse hier, ne? Da entspannt sich das sofort. Das ist dann in diese Richtung. Und da stehen sie dann bis da hinten hin. Welche Möglichkeiten haben wir denn hier? Einbahnstraße machen, oder? So. Nur wie rum dann, ne? Jetzt läuft's gerade, oder was? Nee, nicht wirklich. Wo wäre denn hier die Verbindungsstraße? Ach, gar nicht. Da gibt's zwischen der und der Straße gibt's gar keine Verbindung. Vielleicht sollten wir da aber eine haben. Upgraden geht auch, glaub nicht. Ja, das wäre ja schon richtig. Da müssten wir dann die Häuser alle für abreißen. Tja. Nee, das machen wir nicht. Da müssen wir eine andere Lösung finden. Ach ja, hier seht ihr gerade etwas, das sind wohl Dingenspuren, sag schon, Busspur, Fahrspur für mittlere Verkehrsaufkommen. Ich habe den Mod After Dark
dazu gekauft und dann ist hier die Busspur dabei, ne? Und da gibt's die auch, also es ist was besser geworden. Und da müssen wir noch dran arbeiten dann, aber das kriegen wir dann die Tage auch noch hin. So, jetzt müssen wir hier erstmal einmal eine Straße machen, oder? Ne, da nicht. Hier. Und das Ganze wäre wo? Verkehrsaufkommen. Geht das jetzt auch? Das wäre ja wirklich diese ganze Straße, ne? Was macht er jetzt? Ah, was ist denn das für ein Zeichen jetzt an meinem Ding ins Tronne? Abknicken, umschalten. Was ist das für ein Symbol hier? Kenne ich nicht. Tja. Ach, ich bin eine Etage hochgegangen. Das ist das. So, jetzt passt's wieder. Aus Versehen eine Taste wahrscheinlich gedrückt, die dafür zuständig war. So. Da. Ich weiß nur noch nicht. Weil so wie es aussieht, ist die Einbahnstraße jetzt natürlich falsch rum. Und da gehen jetzt einige Häuser bei drauf. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Ne, das Stück muss auch noch. So. Die ist jetzt grün geworden, einfach aus dem Grunde, weil jetzt alles in eine Richtung ist. Die wird dann nachher wahrscheinlich hier rot werden, mal. Oder? Weiß nicht. Der andere Verkehr geht halt aus der Richtung los. Ist auf jeden Fall besser, ne? Können wir da upgraden? Das ist die Frage. Ne, da will man dann auch die Häuser abreißen müssen. Ne, dann lassen wir das erst. Und müssen dann weiter überlegen, wie es wird. Gut. So, Grundansicht war ungefähr so. Hier durch die Dingens hat sich's entspannt auf jeden Fall. Dadurch, dass ich die Abfahrt da weggenommen habe. Hier ist eigentlich auch relativ gut, hier kurz vor noch. So, das heißt, nächstes Mal müssen wir gucken, dass wir das hier hinkriegen, aber das liegt ja hier dran, ne? Jetzt können wir das schon mal verschieben. Aber das muss noch entleert werden. Wenn ich den verschiebe, will er das nur an eine Straße. Das würde bedeuten, ich kann ihn zum Beispiel da hinsetzen. Mache ich mal gerade. Den kann ich noch nicht verschieben, den auch nicht. Und den werde ich nie verschieben können. Weil ich den auch nicht leeren kann, weil er keine Straße hat. Das ist ein Bug-Ding sozusagen. Ja, gut. Ich denke mal, hier müssen wir dann nächstes Mal weiter gucken, dass wir da zu Rande kommen. Dass wir diese Nadelöhr wegkriegen. Und dann schauen wir mal weiter, oder? Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.